Seid gegrüßt und willkommen zur 152. Episode meiner Prison Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, wo machen denn manche bitte ihre Pause? Wo bitte geht er denn hin? Hausmeister, was? Raumanforderung, Werkstatt? Das ist doch gar keine Werkstatt mehr. Moment mal. Oh Gott. So. Okay. Ich kann die Sachen bewegen, ich glaub's ja nicht. Dann wird das hier ein großer Sportraum. Ob das sinnvoll ist, die Gewichtsdinger so nebeneinander zu haben? Wird sich zeigen, ob die Leute, die Häftlinge es benutzen oder nicht, annehmen oder nicht. Da. Hat gerade irgendjemand irgendwas kaputt gehauen? Nein, das würden die nie tun. Stimmt. Die ganzen Matten würde ich auch gerne hier irgendwo hinlegen. Hier ist doch irgendwas noch. Planung, das kann weg. Das hier kann auch weg. Dann können wir das Ding hier quasi weg. Nein, das habe ich wieder kaputt gemacht. Ach so, da ist wahrscheinlich noch ein Raum. Dings. Tada. Die Dinge kommen ja alle weg. Theoretisch. Genau, ihr kümmert euch drum. Steht wieder einer rum. Mach das auch mal weg. Was du getan? Ja, du bleibst jetzt hier stehen, ist mir egal. Genau, ihr baut mal hier schön die Sachen ab. Warum hört ihr plötzlich auf? Hallo? Oh, Jens, eins habe ich vergessen zu setzen. Dich? Nee, dich. Dich habe ich vergessen. Sehr eng hier. Egal. Und andere haben halt nichts zum Umdingsen. Sind die Dinger nicht? Oh, habe ich nicht gemacht. Schade. Hallo. Das habe ich. Und das. Das hier auch. Dich habe ich schon. Dich habe ich nicht. Haha. So, ist das hier voll der coole Sportraum. Ich hoffe, ihr nutzt den auch. Okay, diese Dusche hier ist definitiv zu eng. Ja, die prügeln sich hier. Verdammt. Genau, zwei Wachen sollten reichen. Ah ne, da war schon einer, der... Okay, Wachen hier. Oh ja, echt gute Idee, wenn du dahin gehst. Mal eben kurz was nachschauen. Da ist einer, hier ist einer. Irgendwie habe ich zu wenige Wachen, glaube ich. Oh, was kommen? Welche normale Sicherheit? Alles klar. Normale Sicherheit? Ja, genau. Da. Hier sind vier. Da kommt einer weniger. Das hier passt noch, denke ich. Jetzt frage ich mich echt gerade, sind die Kampf... Was zum... Mindestgröße 4x4? Ach, kommt schon. Personalraum. Dass der kaputt ist, ne? Wow. Nein. Was ist denn? Oh nein. Oh, ein Glück. Nur ein Feuer. In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Okay, schnell Pause. Ich hoffe, ich kann den Notdienst hier rufen. Ey, das kostet 100. Ey, Glück, dass ich 200 Geld habe. Ach komm, ich bestelle direkt beide Feuerwehreinheiten. Eine geht natürlich von hier aus hin. Die andere geht von hier aus dahin. Das ist eine gute Aufteilung. Oh, warum ist das hier wieder so voll? Oh nein, was ist denn? Habe ich wieder irgendein Problem hier? Müll wird doch aufgeladen, oder Leute? Wo sind die Feuerwehreinheiten? Oh Gott. Das Ding ist auch... Jetzt gibt es kein Essen. Okay, ihr spritzt schon von dort aus. Das ist gut. Und weiter hier hin. Ihr sollt natürlich auch mit spritzen. Oh, was die für eine Reichweite haben. Richtig gut. Das sollte ja funktionieren hier. Oh, nicht so viel Wasser zu dem anderen Zeug. Ey, ist gut, Leute. Vorher, wenn meiner rechten Schläuche quer ist, vorher in der Nähe. Drücken Sie haben vielleicht mal. Ja, das kenne ich ja. Das Ding ist jetzt aber auch... Der ganze Kram muss repariert werden. Oh,
Oh, ich muss auch gucken, dass ich hier Strom reinkriege wieder. Oh, das ist halt das Problem, wenn man eine einzelne Küche hat. Deswegen habe ich das aufgeteilt. Oh nein, 40 Dollar. Ey, ein bisschen Geld haben wir noch. Oh. Nein, ich muss die Verbindung hier irgendwie herstellen wieder. Oder Moment mal, von wo kommt denn der Strom für hier überhaupt? Von hier, oder? Hier eins und hier. Oh, kein Geld. Geld. Gleich kommen ja die neuen Häftlinge zum Glück und bringen mir 5000 Geld. Also Dollar oder was auch immer hier ist. Echt ein guter Zeitpunkt dafür. Häftlingsanlieferung. Zack. Die Rohre muss ich auch noch reparieren. Es qualmt aber auch noch alles hier. Oh. Oh Gott, Tabletten wieder. Ich brauche hier für alles noch Strom wieder. Sollten aber bald verbunden sein, wenn ich das richtig sehe. Oh Gott, zweimal. Oh, die sterben, die sterben, die sterben. Oh. Okay, der wird schon. Wird der gebracht? Krankenbett. Okay, das ist echt gut, dass ihr reagiert habt, Leute. Das finde ich gut. Sogar ein Doktor dran. Der hat ein Feuerzeug. Das ist nicht schön. Ja, ihr habt alle keinen Strom und Wasser. Ich weiß, Leute. Wenn die Typen das hier mal reparieren. Müsst halt alles priorisieren, bitte. Eure Arbeit ist wichtig. Ich denke, ich kann die Feuerwehr abziehen. Die stört ja auch keinen. Gut, Strom ist wieder da. Sollte wieder alles funktionieren. Ich hoffe, hier putzt doch gleich einer. Die räumen auch alle auf. Das ist gut. Kühlschrank hat keinen Strom. Oh je. Oh, das hier ist komplett nicht mehr verbunden. Alles klar. Dann geht's hier weiter. Ich hatte irgendwas gemacht, oder? Bevor ich hier angefangen habe. Ach ja, ich wollte. Habe ich wieder Pause gedrückt. Der steht hier immer noch. Was soll denn das? Macht Pause. Stationiert. Oh, das verärgert mich. Oh. Direktorabschreckung da. Wird wohl alles richtig sein. Noch auch mal die neuen Häftlinge. Wo ist wieder euer Problem, Leute? Irgendwie macht hier keiner das Tor auf. Das ist das Problem, glaube ich. Okay, das wird's nicht sein. Irgendwie. Irgendwas ist doch wieder kaputt. Das ist das Türkontrollsystem, ne? Verbunden. Ist alles verbunden. Aber jetzt geht's wieder automatisch auf, weil hier einer sitzt, ne? Aber die Frage ist, warum? Worauf wird jetzt wieder gewartet? Hier sind keine Leichen mehr. Bestrafung beenden. Oh je. Oh, eine Wache hat Probleme. Natürlich da unten in der Kirche. Super. Taser hilft immer. Und der Schlagstock natürlich. Irgendwas ist hier wieder kaputt, glaube ich. Warum ist diese Stelle nie besetzt? Oh, Moral 51 und fallend. Oh nein, was denn jetzt wieder? Wahrscheinlich, weil zu viele Tote da waren oder so. Hallo, warum geht die Feuerwehr nicht weg? Danke. Personal verletzt, bla bla bla.
Bedürfnisse. Was habt ihr denn? Essen. Das Ding ist halt, ihr bekommt kein Essen, wenn ihr nicht arbeitet. Das sollte klar sein. Ne, hier wollte ich gar nichts ändern. Ne, verkaufe nichts. Was suche ich überhaupt gerade? Einlieferung nächsten Tag wieder 10. Moment mal, was überhaupt für welche? Normal passt. Bewährungscode, Essensvielfalt. Ne, was suche ich denn? Tagesordnung. Finanzen, genau. Gehalt. Wollt ihr jetzt mehr haben, oder was? Ernsthafte Beschwerden. Ich guck mir das nochmal an. Da, 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 da. So, Wachen wollen alle essen. Bewaffnete Wachen. Oh. Ach, hör doch auf. Krankenpfleger? Hä, wo ist euer Problem mit Essen? Köche wollen essen? Gärtner wollen essen? Hä? Was stimmt denn mit euch nicht? Ja, was soll ich denn tun? Seid ihr doof? Hä? Warum esst ihr nicht einfach? Und wo wird hier wieder getasert? Okay, das sollte machbar sein ohne meine Hilfe. Das Einzige, was mir einfällt, ist, mehr Personal einzustellen. Oder ich könnte schauen, dass ich die, Dingens, die... Oh, was denn jetzt wieder? Nein! Station, Eskorte, Krankenstation. Dass ich gucke, dass die, dass ich hier, Dingens... Wo waren das jetzt hier? Die Pause irgendwie. Anpasse. Kann ich hier irgendwas sparen? Essensmenge, Mittel? Hallo. Ich meine, das wird mir auch ein bisschen... Oder? Moment mal. Hoch. Ja, ein bisschen Geld bringt das schon. Genau. Und? Gehalt? Passt das jetzt oder nicht? Feld, okay. Gehaltserhöhung. Und, Abzug Todesfälle, ja, schön. Da unter ich hier wieder ein paar Feuerer, die jetzt halt nicht produktiv sind. Leider. Oh, nee, Wachen kann ich nicht entlassen, das geht nicht. Von euch eventuell? Ja, ihr seid doch alle eigentlich ganz cool drauf, denke ich. So, Pause, Pause, Pause. So, ein davon, ein davon, ein davon. Ja. Wo sehe ich nochmal, wann die... Oder wie viel Pause die gerade machen, die... Hatte ich doch gerade hier. Mann. Personal. Aber ich sollte auch schauen, dass ich doch vielleicht mal ein paar Wachen mehr einstelle. Und warum geht das hier nicht weiter? Kiste, hochwertiges Bett. Oh oh. Ah, gut, ihr lauft. Ein Glück. Ich dachte schon, die machen irgendwas anderes. Jagd auf irgendwen. Schauen wir mal, was hier los ist. Ihr vertragt euch gerade alle. Oh, verdammt. Jetzt geht das wieder los. Ach so, sowas. Ach so, da kann ich halt keinen Einfluss drauf nehmen. Kriegt ihr erstmal direkt. Den Taser. Irgendwas habe ich hier wieder falsch gemacht, glaube ich. Die Frage ist nur was. Warum steht hier ein Häftling? Der haut aber nicht gerade ab, oder? Gut, der wird entlassen. Oh oh. Warum, warum? Person kürzlich umgebracht, Direktor. Oh, okay. Ey, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn ihr kein Essen bekommt. Verdammt. Hm.
Das ist jetzt gar nicht gut. Würde ich so behaupten. Hey, den Müll bringt ihr doch weg, oder? Und nicht immer neuen dazu, richtig? Irgendwas blockiert doch hier wieder was. Nur was? Was blockiert denn jetzt wieder? Okay, warum ist hier alles kaputt? Was hat er getan? Oh je. Aber es steigt langsam an. Oh, sag nicht die... Oh, Moment, ist die Küche nicht mehr? Oh, das wär's doch wieder. Die Küche sollte noch eine Küche sein, oder? Ja. Drei Küchen haben wir ja noch. Oh, das ist nicht alles Küche. Aber ihr solltet ja trotzdem alle weiterarbeiten hier. Ist irgendwas mit den Köchen? Dass sie nicht mehr kochen? Oder ist die Zeit jetzt vorbei, wenn man halt nicht kocht? Also, dass es dann irgendwie ein Feuer da war? Oh Gott. Okay, ich denke, ihr kriegt das hier geregelt. Muss ich schauen, dass... Hä? Wo soll hier was sein? Oh Gott. Bewusstlos. Okay, das haben wir gelöst irgendwie. Hier oben. Okay, da ist ein bisschen, brauchen wir ein paar mehr. Oh je. Die fangen jetzt bestimmt auch gleich an. Ach ja. Oh, diese scheiß Pillen immer überall, ne? Reingeworfen. Eskorte zur Krankenstation. Erschöpft. Irgendwas habe ich echt wieder verkackt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wow, das war aber ein Sprung. Bitte mach diesen scheiß LKW voll, dass der losfahren kann. Oh Gott. Okay, die sind zu dritt, das passt. Ich denke mal, wenn der LKW mal voll ist... Oh, ich habe vielleicht zu wenig... ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. Dadurch, dass die Wachen nicht an den Kontrollsystem-Dingern sind... Öffnen sich nicht alle Türen und die Bauarbeiter stehen halt irgendwo doof in der Gegend rum und können nicht weiter. Das wird es nämlich sein. Okay, geht wieder runter hier. Gut. Das ist doch dann super, aber schade, dass man nicht sehen kann, was hier gerade fehlt. Dann würde ich halt sehen, wer jetzt gerade beschäftigt ist und nicht weiterkommt mit irgendwas. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen das in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um halt zu sehen, wie das Gefängnis hier immer mehr zugrunde geht oder vielleicht sich auch wieder alles bessert, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.